Eine kleine. Oh, eine Leuchtpistole. Sehr schön. Hat sich ein bisschen gelohnt. Ich glaube aber, wir haben mehr verloren, als wir bekommen haben. Ah, hier noch irgendwas? Nein, leider nicht. Hm. Schrotflinte ist alle. Sehr schön. Ach Gottchen. Wie geht's der guten Sarah? Sarah folgen. Wo ist Sarah? Sarah, how are you? 50% Ermäßigung, aber hier gibt's nichts. Schade. Ich hätte bestimmt irgendwas mitnehmen können. Ach, wo ist denn Sarah? Auf jeden Fall schön, dass es wieder ruhig ist hier. Open. Hier kommen wir rein. Eine bessere Taschenlampe, das gefällt mir sehr gut. Kriegen wir hier nochmal Revolver-Munition, finde ich auch ganz gut. Ach, Revolver-Munition haben wir voll, ist auch nachgeladen. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Ja, war wunderschön. So, können wir jetzt hier hinten eigentlich nochmal hin? Warum kippt der um? Der Eimer. Hier fing ja alles damals an. Ach, da ist eine Manuskriptseite. Die können wir dann mal gleich wieder lesen. Barry auf Barry der Polizei. War in seinem Element. Erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Schlecht, vielleicht sollten wir zu Barry zurückgehen? So eine Idee? Mal sehen. Da lag noch Munition. Sollten wir nicht zu Barry zurückgehen? Weil wir haben ja jetzt gelesen, dass er ein Problem hat. Warte mal, wir gehen mal zurück. Was soll's? Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass es ihm gut geht. Wenn ich da jetzt überhaupt reinkomme. Warte mal, von wo sind... Da hinten ist ein... Ist da schon wieder ein Auto, was wir wegbeamen können? Nehmen wir das gleich weg hier. So, da kriegen wir auch noch irgendwas. Mal gucken. Leuchtfackeln. Na. Ist ja schon mal gut. Brauchen wir bestimmt irgendwann. Kommen wir hier hin. Sollten uns vielleicht ein bisschen besser umgucken. Was haben wir hier noch? Auch eine Leuchtfackel. Wie kommen wir denn jetzt zum Polizeirevier? Hier, ne? Hier ist das Polizeirevier. Aber wir kommen ja... Achso, hier könnten wir durchgehen, ne? Die Tür ist zu. Aber durch die Tür sind wir gekommen, ne? Also wir könnten Barry nicht mehr helfen, wenn wir wollten. Nicht mal, wenn wir es wollten, könnten wir ihnen helfen. Wäre natürlich nicht schlecht gewesen, wenn das jetzt so ein Secret gewesen wäre, dass man ihn am Leben erhält, weil man diese Seite gefunden hat. Aber sowas scheint hier nicht drin zu sein. Hallo Sarah, ich bin schon wieder da. Wo gehen wir lang? Hauptsache, es kommen nicht gleich wieder irgendwelche Viecher. Follow, ja, ich folge dir.
braucht man doch nicht an die Wand schreiben. Komm, schieß du mal. Ich will ein bisschen Munition sparen. Ich will jetzt ein bisschen Munition sparen. Und da die viel mehr Munition anscheinend hat als ich, kann die ruhig die Sachen erledigen. Aua, wer ist denn hier schon wieder? Ist schon wieder hier jemand hinter mir? Warum rennen die Viecher? Also es klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich müsste mich mal ein bisschen erholen. Wartest du mal bitte? Toll, eine Batterie. Ah, Licht angemacht. Hätte man vielleicht hinrennen können und sich dann gleich schützen können? Gut, mein Leben ist aufgetankt. Ist jetzt ein Eis kaufen da am Wagen oder was? Wake, hier drüben, hier ist Licht. Ja, warte mal, ich plünder hier noch schnell. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Wo denn? Pass auf, da neben dir. Aua! So, der ist erstmal weg. So, ich kaufe wieder Ruhe hier. Nein, natürlich nicht. Du mach die Scheißtür auf. Der hat eine Kettensäge. Mann! Warum wirfst du immer auf mich? Es gibt doch andere, auf die man werfen kann. So, und du machst jetzt die Scheißtür auf. Ist ja schlimm hier. Ja, ja, gehen wir. Du mich auch, aber richtig. Mann, Mann, Mann. Also, langsam werden die Dinger echt nervig, muss ich echt sagen. Die Geschichte, alles super, aber es wird echt nervig. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ja, kannst du das nicht selber machen? Einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Also, mir hat die andere Sache besser gefallen. Ich hätte auch gerne das gemacht und du hättest den Schlüssel suchen können. Wie komme ich denn da hin, verdammt? So, Kontrollpunkt erreicht, das heißt, es geht gleich wieder richtig los hier.
Was haben wir denn gefunden? Das Dunkle schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt, doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde, doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Das ist gut. Das hört sich sehr gut an. Die sollen mich auch gar nicht einfangen. Heißt das jetzt, wir haben noch ein bisschen Ruhe? Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, ja, wir beeilen uns, Barry. Wir beeilen uns. Mann, wie viel Scharf so auf mir rum. Ah, hier gibt es eine Waffe. Jagdgewehr will ich nicht. Hab so meine Zweifel, dass ich mit dem Jagdgewehr gut zurande komme. Da ist mir die Schrotflinte doch erstmal lieber. So, aber einen Schlüssel gibt es hier nicht. Schrotgewehr ist okay. Die Tür ist immer noch zu, war ja. Warum auch immer. Und wir müssen hier rein. Eine gute Taschenlampe. Die nehmen wir natürlich. Das erleichtert hoffentlich einiges. So, was sind das? Blendgranaten. Hört sich auch ganz gut an. Und da haben wir den Schlüssel. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Taschenlampe, gut, haben wir. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Das war ja nur so klar, aber warte mal. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ich habe immer so das Gefühl, wir nehmen viel zu wenig Munition mit und so. Aber hier ist nichts. So, hinten rum. Freue ich mich ja schon wieder durch den Park durch oder was? Hm, na klar. Das Truth Not in the Dark? Ja, ja. Deswegen habe ich eine Taschenlampe bei. In the Dark ist alles scheiße. Alter, wie viele Sheriffs hat die Stadt? Nachladen. Du treff auch, Mann. Oh Mann, ey, ich hasse die Viecher. Vor allem jetzt auch noch so ein dicker Sheriff dabei, ja. Als ob das nicht alles schon genügt, was bisher da ist. Wir können durch den Buchladen. Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Ja, wir sind der Sheriff. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Ich hoffe, Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Ja, mach. Haben Sie die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Da hat sie von allen in der Stadt die Schlüssel oder was? Nur weil sie Sheriff ist, oder wie? Die nutzen das wirklich aus, dass...